Also ich muss da immer wieder an Wayne Shorter denken, ne? Den Saxophonisten. Der hat, also als sie ihn gefragt haben, was gibst du uns als Musiker natürlich, ne, auf den Weg. Und da hat er gesagt, be creative, ne, sei kreativ. Und das ist der andere. Hast du den Fluchtangriff erstarren Modus? Und wenn du aus dem umschaltest, kommst du in den Kreativitätsmodus. Und das ist der mit dem offenen Geist, der viel einfacher Lösungen findet, die viel mehr Bedenken und einfacher zu Ergebnissen kommt. Der andere, dieser Fluchtmodus, der ist ja punktuell. Der ist ja, ich muss fliehen. Nur auf eins. Ich kann sogar, mein präfrontaler Kortex wird ausgeschaltet, mein Immunsystem wird runtergefahren, meine Verdauung wird runtergefahren. Und wenn die Menschen quasi immer in diesem Modus sind, dann brennen die aus. Aber an diesem Punkt bin ich auch dran. Ich finde das auch gut. Der Club of Rome hat jetzt gerade das neue Buch veröffentlicht. Und das Thema, also quasi das, was man als Schlagwort jetzt auch in den sozialen Medien benutzt, ist Earth for All. Ja. Und ein Thema von den 5 Punkten, die die aufgeführt haben, die jetzt gemacht werden sollten, ist quasi ein Einkommen für alle, bezahlt von großen Unternehmen weltweit, dass die Leute für ihre Basisnotwendigkeiten, ne, also Essen, Schlafen, Kleidung und sowas, erstmal genug Geld haben. Und der Sinn ist, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, weil das ist naheliegend, ist, dass die Leute nicht mehr so viel Angst vor Veränderungen haben, weil viel verändert werden muss, ne, wenn man dieses 1,5 Grad Ziel einhalten will und die Kipppunkte nicht erreichen will, also klimaneutral werden möchte, weil da müssen viele, viele ihre Jobs ändern. Alle haben Angst, ihren Job zu verlieren. Ist auch eine Innovationsbremse. Und das ist auch wieder dieses Umschalten. Wieder dieser Flucht-Stress-Modus zu Kreativitätsmodus. Und Kreativitätsmodus, so habe ich quasi schon immer gearbeitet, ist zu sagen, wie kann ich meinen eigenen Job überflüssig machen? Dass wir das nicht mehr machen müssen. Darum geht es. Also Arbeit ist ja nicht zum Arbeiten da. Arbeiten ist, dass das, was gemacht werden muss, erledigt wird. Und wenn ich es schaffe, dass das ein Automat macht, dann, wenn ich mein Auskommen habe, wenn es sicher ist, dann kann ich sagen, Job erledigt, wo gibt es die nächsten? Ne, aber wenn das mein einziger ist, dann sage ich, oh, nee, hoffentlich kriegt keiner mit, dass man das anders machen kann und ich überflüssig bin. Ne, und da gibt es, glaube ich, sehr viele Jobs. Also deswegen ist dieses Umschalten, dieser Moment, das ist dieser Moment von, jetzt werde ich schnell, das ist der Affengeist, der Treiber. Ne, und genau festzustellen, lieber langsam durchatmen, das geht in Kreativitätsmodus. Das ist ein ziemlich, also bei mir, ich merke das sehr stark, diesen Umschalter. Also dass ich merke, ich will schnell, schnell, schnell und dann durchatmen. Das ist eine ganz andere Richtung. Und man merkt das dann auch, dass man viel kreativer wird, mehr anwesend und das, was man macht, wird viel besser. Das ist mein Thema. Ich hoffe, dass wir das beim Rumsitzen trainieren. Okay. 20 Minuten. Kurz vorm Ende gibt es noch einen hohen Ton. Der ist wieder zu dieser Frage ohne Antwort, wie geht es mir jetzt? Also auch da lernt man viel. Aber jetzt muss ich mir erstmal den Gürtel aufmachen, damit ich atmen kann.
mit Krähe. Ich fand die lustig. Ja, genau. Er spricht. Also manchmal kann man verstehen, was sie meinen, aber das wusste ich jetzt nicht. Ich glaube, manchmal erzählen die auch dummes Zeug. Noch etwas zu sagen? Du, das sah nicht gut, wenn die irgendwo mal von links nach rechts sind, geht das so gut für den Kopf auch, oder? Mhm. Ja. Also auch wahrzunehmen, ja. wenn eine Seite besonders asymmetrisch ist, ja. Und den inneren Kritiker einfach schief, ist egal. Ja. Weil mit der Zeit. Also sowohl, wenn man jetzt denkt, auf der einen Seite, dass innerer Kritiker, dass die eine Seite ist jetzt zu viel nach links, dann zu sagen, na wie ist denn, wenn ich auf der anderen Seite auf rechts zu viel nach rechts mache? Also dann drum zu spielen. Anstatt zu sagen, oh, das ist nicht gut, das muss in die Mitte. Nein, ist jetzt so. Okay. Also freundlich, aufmerksam und gelassen, aber auch mit sich selber zu werden, ist wichtig. Ist ungeheuer wichtig. Das ist auch wieder der Kreativitätsmodus. Der eine, dieser innere Kritiker, ist halt. Und der andere freundlich und aufmerksam und gelassen. Ich muss das lernen für mich, weil ich auch gewohnt bin, immer treiben, sonst bist du ohne Schweiß kein Preis und so. Das ist dummes Zeug. Schweiß. Aber dieser Kreativitätsmodus, ich versuche da immer weiter, also erstens den Leuten das auf der Wiese auch zu vermitteln, ne? Weil so lernt man besser, auch Tai Chi und Qigong. Aber also noch genauer für Leute, die nicht meditieren, das zu erklären. Das, ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Auch in Bezug auf diese Earth for All, eine Veränderung der Gesellschaft, weil das ist der Bremser. Es ist quasi dieses, wenn alle glauben, es muss schwer sein und so, und ich habe Angst unterbewusst, ne? Die Konservativen haben ja Angst vor Veränderung, ne? Und da das auch ernst zu nehmen, ne? Angst ist nicht ohne Grund da, ne? Und dann eben auch die abzuholen in den Kreativitätsmodus ist bestimmt nicht einfach, aber so geht das von der Wiese bis in gesellschaftliche Rahmen. Ne? Weil ich auch überlege, wie man das, also nicht ich mich bekannt mache, sondern wie man da eine größere Welle mitmacht, also eine größere Bekanntheit erreicht und auch einen Weg, dass andere diesen Weg auch gehen können für sich. Ne? Also rauskommen aus, weil viele sind unzufrieden mit ihrem Leben und so, ne? Und dann eben rauszufinden mit etwas rumsitzen und ein paar Stellpunkten kommt man wirklich da raus. Also in vielen, vielen Religionen ist ja vom Paradies die Rede, der abrahamischen. Und bis man dann rausfindet, das ist nicht irgendwo. Das ist jetzt dieser Moment. Genau in diesem Moment ist Paradies. Wenn du es schaffst, was gewesen ist, kurz zu vergessen und das, was kommt, jetzt nicht ernst nimmst, dann ist das Paradies. Das heißt aber auch nicht, man muss dann währenddessen auch Lösungen finden, wenn das Leben nicht in Ordnung ist, langsam das Leben zu verändern. Also nicht in der Meditation zu so einem, sondern wirklich die Meditation zu benutzen, um in den Kreativitätsmodus zu kommen, um aus dem dann sein Leben langsam in eine bessere Richtung umzuändern. Und das fehlt mir bei vielen. Also damit hören wir, glaube ich, auch auf, Bhagwan. Vieles von dem, was er gesagt hat, finde ich gut. Aber der hat den Leuten quasi überlassen, wie das ist mit dem Geldverdienen. So komplett gar nicht vorgekommen. Und das fehlt in vielen Religionen, fehlt quasi diese
Ne, und wie mache ich, ne, lieb, alles ist Liebe und so und Erlösung, und aber wie jetzt konkret in meinem Leben muss ich ja Geld verdienen. Und das stinkt mich an. Was mache ich denn da? Und dann kann ich nicht sagen, du musst nur mehr an Jesus glauben, dann löst sich das schon. Und das stimmt ja eigentlich. Ne, wenn man durch Jesus-Gebet in den Kreativitätsmodus kommt, ausgeglichen sein Leben langsam ändert, dann ist richtig. Aber dieser Schritt fehlt. Also es wird nicht vermittelt. Dass man auch mit Gebet, das ist wie ein Mantra, ne, zu sich kommen kann und dann daraus schöpfend einen besseren Weg gehen kann. Und das wäre schön, wenn das muss, also erstmal raus aus den Religionen, ne, mehr westlich, belegt auch. Ich denke mal, Neurowissenschaften und Psychologie, Sozialpsychologie müsste das unterstützen. Also dass es da Belege für gibt, dass es echt ein Weg ist. Mein Thema, hoffentlich unseres. Sadhu? Einmal. Sadhu! 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 Wunderbar! Genau. Ich finde das Wetter toll.